Moin, ich bin Kai von der GOG Umweltschutz und Lebenshilfe aus Melle und wir wollen für den tollen Wettbewerb ein Projekt einreichen, bei dem wir ganz viele Bäume pflanzen. Wir wollen was für die Artenvielfalt tun. Hier im Hintergrund sieht man zum Beispiel einen Storchenmast. Also wir wollen auch ganz viele Nisthilfen aufbauen. Aber insbesondere wollen wir natürlich die Lebensbedingungen verbessern für ganz viele Tiere und Insekten. Also wir wollen Streuobstwiesen anlegen und Blühwiesen. Und gerade bei der Beweidung von Blühwiesen und Streuobstwiesen kommen dann unsere kongenialen Naturschutzpartner von unserem kleinen Gnadenhof Brödel ins Spiel. Hier wohnen jede Menge Ponys, Ziegen, Schafe und die werden wir einsetzen für eine schonende Beweidung. Das ist nämlich gerade für die Insektenvielfalt ganz wichtig. Bei den Projekten, da wollen wir auch ganz, ganz viel mit Kamerasystemen arbeiten, um einfach mal zu zeigen, wie einfach Naturschutz ist. Und vor allen Dingen, welcher Nutzen davon für die Tiere entstehen kann. Und so sieht eine Klimaschutzfläche aus, die gegen Kaninchen- und Gänseverbiss eingezäunt ist. Und hier haben wir eine Streuobstwiese im Winter.